schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem neuen Video. Und zwar wurden wir gefragt, wie man am besten zwischentrainiert, also dass der Hund von hinten zwischen die Beine kommt. Und das wollen wir euch jetzt zeigen. Los geht's! So, wie immer braucht ihr natürlich Leckerchen, einen Hund, einen Klicker oder ein Markerwort, den Platz und die Zeit. Jetzt geht's auch schon los. Jetzt nehmen wir uns ein paar Leckerchen in die Hand und am besten in beide Hände, dass ich halt danach auch wechseln kann. Das heißt, ich ziehe mir jetzt den Hund hier so rum, dock den an der anderen Hand an und bestätige den dann, wenn er in der richtigen Position ist. Super. Klüssi, klüssi. Zwei. Zwischen. Super. Und raus mit dir. Super. Ups. Dann machen wir natürlich wie immer beide Seiten. Zwischen. Klasse. Dass der Hund erst gar nicht eine Schokoladenseite entwickelt. Zwei. Zwischen. Gut. Klasse. Zwischen. Klasse. Klassi, klassi. Und vor. Super. Zwei. Zwischen. Klassi. Super. Von mir kriegst du dann in der Position, in der sie praktisch richtig ist, zwischen, immer nochmal ein Leckerchen, wenn sie schön auch da bleibt. Sie kennt das natürlich jetzt schon. Am Anfang ist er auch immer entweder durchgelaufen nach vorne oder nach hinten. Und das kann man halt auch verhindern. Zwei. Zwischen, wenn ich sie hier halt praktisch mit der Futterhand stoppe und andocke, dann bleibt sie da. Und wenn sie da bleibt, direkt nochmal bestätigen. Was man dann natürlich als nächstes machen kann ist, oder sollte, ist das Futter abbauen. Das heißt, ich habe jetzt nur noch in der Hand, die vorne bestätigt, das Futter. In der Hand ist jetzt nichts mehr. Das heißt, ich führe mit der leeren Hand zwischen, so, und hole den mir hier mit dem Keks vorne wieder ab. Dann gehen wir vor. Dann natürlich auch andersrum, leere Hand, zwischen, gut, angedockt, perfekt. Dann der letzte Schritt praktisch, wenn das gut sitzt, ist, dass ich halt komplett ohne Leckerchen habe, dass ich hier rumführe, so, klick. Und dann hole ich mir, schwupps, meinen Keks. Perfekt. Könnt ihr natürlich auch Leckerli-Beutel oder, ist dann wurscht, egal. Mach so rum. Zwischen. Ja, super dupi. Jetzt ganz zum Schluss, der letzte Schritt ist praktisch, dass ich nur noch mit der einen Hand diese Bewegung mache, dass der Hund schon weiß, ah, ist so rum oder so rum. Zwei, zwischen. Dupi. Gut. An deinen Platz. So, und jetzt kommt die schlechte Seite. Zwei, zwischen. Ja, verpatzt. Ja, Subi! Gut! Fein! Zwischen! Subi! Wenn der Hund sich da wohlfühlt und dann da auch gerne ist, weil er weiß, oh, da gibt es immer tolle Kekse, dann kann man sich dran machen, dass man in der Position auch mal läuft. Zurück! Wow, wow, super! Ja, und dann... Denn wir können noch nicht so gut im Kreis. Wir müssen dann noch mit der Hand ein bisschen helfen. Jo, toll. Und der nächste Schritt wäre dann das Fidon. Jawohl, dass der Hund auf die Füße tritt und man dann so Fertz machen kann, auch vor und zurück. Das kommt im nächsten Tutorial. Also ihr seht, wenn man das Zwischen erstmal gut kann, dann kann man da noch ein paar andere lustige Sachen machen. Also üben, üben, üben. Bleibt dran. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart bei unserem Video und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.